So mit dieses Geräte, was man machen kann. Ja. Also die Übung 1, ja. Das ist nur deine Power messen. Mit mehr Gewicht. Mit mehr Gewicht. Ja. Steckst du die Arme hier rein, ziehst du, ja. Und dann hier wartest du 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden, eine Minute, wow, okay? Und dann ist der Arm immer klar, bleibt immer nicht hier. Und das geht dann langsam, langsam, geht offen, aber immer halten, immer weiter halten. Immer weiter halten, immer weiter halten. Okay, fertig. Was ist? Fertig, ja, für das erste Mal sowas. Das ist nur, dass du deine Power richtig messen kannst. Und wenn man mit dieses Gerät trainieren will, also die Daumen steckst du hier rein, ganz genau diese Richtung, haltest du das, diese guckst du geradeaus, Schulter immer nicht immer so lassen, mein Kopf immer muss so sein und dann drehen mit dem Körper. Wieder kommst du hier. Drehen. 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 Wieder kommst du hoch. Drehen. Wieder kommst du. Drehen. Wieder kommst du. Ziehst du, bleibst du hier. 10 Sekunden, 15 Sekunden. Was kommt, ja? Bis die Arme so weggehen. Ja. Das ist die andere Übung. Weiß man, was auch machen kann? Gleiche Position, steckst du hier rein, bisschen mehr Gewicht. Natürlich, was man machen kann, nicht so wenig, nicht so viel in die Mitte. Erstmal, bis man Körper gewöhnt sich mit der Maschine zusammen, steckst du das rein. Also, so, außen, da brauchst du Kraft. So. Sieht so einfach aus. So. Außen. So. Das machst du ungefähr zum Beispiel 9 und dann kommt der 10 und dann bleibst du hier. Bleibst du hier. Kannst du spielen so. Spielen, bis die Arme richtig tot wird. Und dann stellst du wieder nach hinten. Das ist die zweite Übung. Super. Und dann kommt die dritte Übung, dass man auch noch was mit den Geräten machen kann. Nicht mehr Gewicht, leichtes Gewicht, weil das geht genau auf die Sehne. Auf die Sehne, weil wenn du plötzlich so viel machst, kannst du dich verletzen oder sowas. Erst immer mit leichtem Gewicht und dann fangen die Zeit noch wieder höher machen, dass der Arme sich wieder gewöhnt auf diese Stellung. Stellst du da hier rein, ganz normal. Super. Super Haltung. Super Haltung. Sehr gut. Raus. Raus. Beim 10. ziehst du es, bleibst du hier. Aber hier niemals vergessen so lassen, ja? Wenn du hier lässt, das geht ganz anders. Hier musst du immer gedrückt bleiben. Und so weiter. Die andere Hand dadurch runter. Ja. Super, vielen Dank. Super. Bitte schön.